Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe ja mal irgendwann vor anderthalb Jahren oder sowas angefangen, mich mit dem ganzen Ultraleicht-Trekking-Krempel zu beschäftigen und habe dazu das ein oder andere Video auch bereits gemacht. Habe es jetzt immer weiter betrieben, das Ganze ausprobiert, rumexperimentiert, mir nochmal ein bisschen mehr Ausrüstung aus diesem Bereich angeguckt. Man sagt ja immer, es geht ja gar nicht um die Ausrüstung, es geht ja darum, mit so wenig wie möglich unterwegs zu sein. Ja, aber dafür muss man halt mit dem, was man dann doch noch mitschleppt, eben auch zurechtkommen, und dafür sollte man sich dann schon die Ausrüstung angucken. Also würde ich widersprechen wollen, wenn jemand sagt, um die Ausrüstung geht es überhaupt nicht. Doch, die ist schon die Grundvoraussetzung. Weil wenn man draußen übernachten möchte, braucht man eben ein gewisses Maß an Ausrüstung, wenn man jetzt nicht sehr spartanisch unterwegs sein möchte. Ja, so. Jedenfalls dazu habe ich mir jetzt noch mal ein paar Gedanken gemacht und noch ein paar Erkenntnisse gehabt und möchte diese Erkenntnisse gerne zusammenfassen und für diejenigen, die es interessiert. Wen es nicht interessiert, ist es auch in Ordnung, dann einfach nicht angucken. Und wer grob gravierend anderer Meinung ist, der darf das natürlich selbstverständlich wie immer gerne in die Kommentare schreiben, aber bitte freundlich bleiben. Ganz wichtig, das ist ja eine Diskussion, die teilweise ziemlich erbittert geführt wird, mit ziemlich verhärteten Fronten. Was man zum Teil verstehen kann, dazu komme ich gleich noch, aber was wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten, ist, es handelt sich lediglich um ein Hobby. Ja? Und es geht nur um die Frage, wie gehe ich raus? Wir sind uns ja einig, dass rausgehen was Schönes ist. So, und jetzt kann man doch im Grunde jeden rausgehen lassen, wie er möchte. Und trotzdem entbrennt halt immer eine relativ erbitterte Diskussion eben über das Thema, schlepp ich viel, schlepp ich wenig, was schlepp ich, wie schlepp ich es und so weiter. Es ist ja eigentlich unsinnig, dass man sich deswegen wirklich streitet. Ja, also behaltet das bitte beim Kommentare schreiben im Hinterkopf und formuliert das Ganze nach Möglichkeit freundlich. Ja? So, das wäre schön. Gut, und damit lege ich auch los mit den Sachen, die ich mir, wie gesagt, aufgeschrieben hatte. Ich habe hier ein Seitchen Papier mit noch ein paar Notizen auf der Rückseite. Und das erste Dingens ist meiner Meinung nach das Hauptproblem, weshalb das Ganze so sehr polarisiert, die Ultraleitgeschichte. Und ja, ich sage Ultraleit, weil es stammt nun mal aus dem Ami-Raum. Und da kann man meiner Meinung nach schon auch Ultraleit-Tracking zu sagen. Natürlich, gut, Hauptproblem, viele, die ja schon längere Zeit Tracking betreiben, haben jetzt eben die Situation, dass sie das ewig lang gemacht haben. In meinem Fall 19 Jahre, ohne nennenswert zu wissen, dass dieser Ultraleitkrempel existiert. Oder zumindest, sagen wir, 18 Jahre, ohne zu wissen, dass er existiert. Ein weiteres Jahr, da wusste ich, dass er existiert, aber wollte nichts davon wissen, weil ist blöd, kann ja nichts taugen. Und ja, jetzt dann entsprechend habe ich begonnen, mich intensiver damit auseinanderzusetzen und möchte an dieser Stelle eben die Zählerei aufhören. Ja, so ungefähr 20 Jahre renne ich jetzt draußen rum, also mit Übernachtung wohlgemerkt. Ich nenne schon noch länger draußen rum, aber die ganze Trekking-Geschichte und so weiter. Ne? So, und ich habe eben in diesen 20 Jahren in meinem Fall fast mich immer intensiv mit der Ausrüstungsfrage beschäftigt, und das führt dazu, dass man, wenn man anfängt mit 15, sich über Trekking-Ausrüstung schlau zu machen, ja, und diese sich natürlich auch weiterentwickelt, aber so grundsätzliche Grundsätzlichkeiten so immer so ungefähr gleich geblieben sind. Und in der klassischen Trekking-Ausrüstung, damals gab es ja gar keine Ultraleicht-Ausrüstung, da gab es ja nur die klassische Trekking-Ausrüstung, muss man sagen, die ist nicht viel leichter geworden. Da ist ein reines, ja, jetzt sage ich schon mal den Begriff Baseweight, zu dem kommen wir noch, aber da hatte man so ein Basisgewicht vom Rucksack mit sämtlicher Ausrüstung, ausgenommen Essen, Wasser und sonstige Sachen, die verbraucht werden, sprich Brennstoff, die zählt man nicht mit beim sogenannten Baseweight, ob das Sinn macht oder nicht, wie gesagt, dazu kommen wir noch. Jedenfalls, da ist man mindestens mit 14 Kilo damals, ja, damals unterwegs gewesen, mindestens, und das in der Gruppe. Ja, wenn du alleine bist, dann ist es natürlich noch mal mehr. Also würde sagen, als ich eben losgelegt habe mit dem ganzen Trekking-Zeug, ich bin, glaube ich, mit 17 Kilo zum ersten Mal losmarschiert.
17 Kilo war das Rucksackgewicht, bevor ich die Gruppe getroffen habe. Dann habe ich noch Gruppengewicht bekommen, dann war ich bestimmt bei 20, 21, irgendwie sowas um den Dreh. Allerdings muss ich sagen, diese 17 Kilo war nicht das Baseweight im klassischen Sinn, weil ich bin schon davon ausgegangen, dass bei der Gruppenwanderung wahrscheinlich jede Menge Futter dabei sein wird, bei der Gruppenverpflegung, was ich nicht mag, also zu gemüselastig, und hatte dann halt eben noch damals schon Energy 5, glaube ich, oder BP5 dabei, also diese krassen Notbevorratungs Militärrationsdinger da und eine extra Salami, eine große und jede Menge Kekse noch extra und, damit ich halt eben nicht ganz verhungere, wenn das Gruppenessen so gar nicht nach meinem Geschmack ist. Ich hatte recht, es war auch gar nicht nach meinem Geschmack und ich war dann auch sehr dankbar eben für die Zusatzverpflegung, die ich dann noch mitgeschleift habe. Ja, aber hätte man das jetzt weggerechnet, ich wäre glaube so mit 14, 15 Kilo losgekommen oder sowas in der Richtung, wenn man wirklich jetzt dieses Baseweight da irgendwie berechnen möchte. Und das war für einen jungen Mensch damals, der jetzt nicht ein Vermögen für seine Ausrüstung hat ausgeben können, dankenswerterweise haben Eltern noch vieles zufinanziert, war das eigentlich gute Ausrüstung. Ja, das war, man hat wohl schon damals noch ein bisschen was Besseres kaufen können, aber das war schon ziemlich oberes Drittel, würde ich sagen, in der Qualitätsliste. Ja, also das nur einfach mal als Beispiel. Viel leichter ging nicht. Das hat das einfach nicht hergegeben, die Ausrüstung damals. Ein Schlafsack, guten Down-Schlafsack gab es da zwar schon, aber der war wirklich, wirklich, da hat man absolut von abgeraten, so ein Ding nach Skandinavien mitzuschleppen. Die erste Tour war Schweden. Und heutzutage ist das auch wieder was anderes, aber zum Beispiel hatte man damals auch noch kaum Rucksäcke mit wasserdichter Außenhülle oder zumindest wasserabweisender Außenhülle. Gab es da auch nicht. Also ja, das sind so die Dinge, die halt früher eben entsprechend anders waren. Nur worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich diese klassische Trekking-Ausrüstung, die hat sich zwar ein bisschen weiterentwickelt und sie ist auch leichter geworden. Ich würde momentan sagen, bei klassischer Trekking-Ausrüstung, wenn ich überhaupt nichts dabei habe, wo ich wirklich das Gewicht absolut minimiere, und nichts dabei habe, was so in die Richtung ultraleicht, wenn man das dann so nennen möchte, geht. Wobei so Sachen wie ein Windschutz, ich habe ihn zufällig gerade dabei, weil der Rucksack noch ein bisschen gepackt ist für Kochen, sowas hier, ne? Das ist ein Windschutz aus dünnstem Titanblech. Der funktioniert tippitoppi, um den Kocher von allen Seiten vor Wind zu schützen. Er hat Nachteile im Wesentlichen. Ihr hört es schon, das Geräusch. Und wenn man den aufmacht, dann macht es erst recht viel Lärm. Ich warne in Zukunft immer, bevor ich Krach mache im Video, damit die Leute, die es auf hoher Lautstärke hören, reagieren können. Also wenn ihr jetzt nicht den Ton runterschaltet, dann seid ihr selber schuld. Ja, also das Teil ist so richtig übelst laut. Aber das wiegt keine 20 Gramm und ein normaler Alu-Windschutz ähnlicher Art und Weise, außer dass der meistens nicht zum Rollen, sondern eher zum Falten ist, der wiegt mindestens 80, oft auch 100 oder 120 Gramm. Und beim klassischen Trekking würde man jetzt sagen, ja, 80 Gramm, das ist ja super leicht. Für die Ultraleicht-Trekking-Idee ist das Ding hier absolut akzeptabel und 80 Gramm wäre viel zu schwer. Ja, also zumindest vielen Leuten. So, also wir haben, also ich und noch ein paar andere eben, die ähnlich Erfahrungen haben wie ich oder sogar noch viel mehr Jahre draußen rumrennen, das hat immer funktioniert. Ja, man hat das so gemacht, man musste das so machen, man hat das nicht in Frage gestellt und man erinnert sich, wenn man nicht wirklich intensiv drüber nachdenkt, ist bei mir auch so, eigentlich nur an das Gute, wie viel Spaß man hatte und wie toll die Touren waren. Und wenn man sich die Fotos anguckt, dann sieht man die tollen Berge, in denen man unterwegs war und die wunderschönen Landschaften und die tollen Erlebnisse, die einem geblieben sind. Man denkt nicht dran unbedingt, wie viel Schmerzen man so mit seinem Rucksack hatte. Und gerade als junger Mensch, noch ohne entsprechende Polstermasse in der Hüftgegend, hatte ich zum Beispiel Riesenschwierigkeiten mit dem Hüftgurt von so schweren Trekkingrucksäcken, also schwer in Anführungszeichen. Das war halt normal. Und das hat gescheuert und ich hatte am Ende gefühlt wirklich mindestens so große, völlig abgeriebene, offene Stellen entsprechend auf dem Becken, so heißt das Teil, den entsprechend kantigen Beckenknochen. Und
das war alles nicht schön. Ja? Und ich habe keine Lösung gefunden, wie man das verhindern könnte. Ich habe mir Schwämme an den Hüftgurt montiert. Ich habe mir Handtücher an den Hüftgurt montiert. Ich habe mir beim Wandern die Klamotten unter den Hüftgurt gestopft und. Hat alles nicht geholfen. Das Problem hat sich erst dann gelöst. Ich weiß nicht, ob es an den modernen Hüftgurten liegt. Ich wage es zu bezweifeln. Als eben mehr Polstermasse irgendwann dann mal dazugekommen ist. Ja? Es ist eine kontinuierliche Linie, leider Gottes, immer noch nach oben, was die Polstermasse angeht. Aber daran arbeite ich. So, jedenfalls ein positiver Aspekt dieser Polstermasse. Ja, und das Problem ist jetzt folgendes. Man hat das immer so gemacht, ja, und man hatte immer seine, in Anführungszeichen, klassische Trekking-Ausrüstung. Und theoretisch könnte ich bis heute, es hat mir aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gepasst, der Rucksack, aber theoretisch wäre der noch gut und ich könnte bis heute seit 20 Jahren mit demselben Trekking-Rucksack rumrennen. Theoretisch. Aber da ich halt doch so viel Schmerzen hatte, dachte ich, vielleicht kann ich mir einen neuen kaufen, dann ist das irgendwie besser. Dann hatte ich einen neuen, dann war es aber irgendwie nicht besser. Es hat sich im ersten Moment besser angefühlt, aber dann ging es wieder los und dann hat man zwei Kilo weniger irgendwann mal geschleppt. Im Laufe der Jahre hat man hier und da optimiert. Man hat auch vieles zu Hause gelassen, was man am Anfang noch dabei hatte. Man hat dann bei selbstorganisierten Touren keine unnötigen Extra-Lebensmittel mehr mitgeschleppt, sondern grundsätzlich war sämtlicher Proviant, den man getragen hat, auch welcher, den man gerne isst. Und nach und nach hat sich da wirklich vieles, vieles optimiert in meinem Rucksack, aber ich komme nicht, wenn ich mit klassischer Trekking-Ausrüstung noch unterwegs bin, komme ich nicht unter die magische Grenze von 10 Kilo, die mal irgendein Witzbold als Leichtwandern definiert hat. Da kann man sich wunderbar kloppen, ob das jetzt 10 Kilo sein müssen oder 12 oder 11 oder 8. Scheißegal. Ne? Aber sagen wir es einfach mal, es wären 10. Und ich komme so auf 11 rum. Ja? Base Weight, also dieses berühmte Basisgewicht ohne Verbrauchsartikel, sondern eben nur mit den Sachen, die man an nicht verbrauchbare Ausrüstung mitschleppt. Klamotten, Schlafsack, Zelt und Zeug. Ne? Gut, und jetzt kommen eben diese Ultralight-Pupsis daher. Machen das gefühlt seit 2 Jahren oder was, ne? Also gefühlt, manche vielleicht auch noch ein bisschen länger, aber es sind ganz, ganz viele und gerade auch die Ultralight-Vlogger, die man jetzt im Ami-Raum eben entsprechend zuhören kann, wie sie ihre 4000 Kilometer Wege da auf und runter rennen und davon 4 im Jahr oder was weiß ich, keine Ahnung. Manchmal klingt es ziemlich unglaublich und das geht schon in die Richtung meiner Meinung nach wirklich Sport. Ja? Wandern ist für mich nie Sport gewesen. Es war immer nur die Notwendigkeit, dass ich halt zu Fuß gehen muss, wenn ich dahin will, wo man sonst nicht hin kann, weil es da keine Straßen gibt oder keine sonstigen Möglichkeiten, da einfach hinzukommen. Außer man fliegt sich mit dem Helikopter hin, was auch nicht zielführend ist. Und dementsprechend war das einfach ein notwendiges Übel. Ja, ich gehe auch gerne zu Fuß. Also die Bewegung des Fußes vor einen Fuß vor den anderen setzen, macht mir schon auch Spaß. Aber das mit dem fiesen, schweren Gepäck zu tun, war eigentlich immer deutlich weniger angenehm, als wenn man einfach nur eine Runde spazieren geht, einfach entweder ohne oder nur mit einem ganz leichten Rucksack, wo eine Flasche zu trinken drin ist und von mir ist noch eine extra Jacke. Und ja, aber im ersten Moment, wenn man das so lange gemacht hat, wie gesagt, da kann ich Leute, die verstehen, die das noch länger gemacht haben als ich, kann ich absolut nachvollziehen. Und jetzt kommen da halt so Leutchen daher, die einem sagen, das gehört ganz anders, machen das seit 2 Jahren, haben viel weniger Erfahrung als man selbst. Tja, und da kann man sich jetzt auch schon kloppen, inwiefern die weniger Erfahrung haben, weil wenn das jetzt welche sind, das sind, ist ja jetzt längst nicht bei jedem von denen der Fall, ja, aber wenn das welche sind, die in ihren 2 Jahren, die sie jetzt wandern gehen, halt 5000 Kilometer runtergespult haben, dann haben die entsprechend viele Tage auch draußen verbracht. Und also rein mit der draußen verbrachten Zeit, rein die Zeit auf Tour, da muss ich sagen, da können die dann mindestens mit mir mithalten. Mindestens. Und ja, ne, das tut weh und das ist ärgerlich, aber das ist nun mal dann leider auch die Realität. Aber das will man halt nicht gerne hören.
sind nur einen einzigen Weg in Anführungszeichen entlang gelaufen, auch wenn der 3.000, 4.000 Kilometer lang ist, was dann meistens schon etwas mehr ist als so eine Durchschnittswanderleistung, die unser eins jetzt so auf einem normalen Trekking-Trip so gemacht hat, weil da ist man ja, wenn man dann mal 200 Kilometer gemacht hat oder mal 300 Kilometer, ist man eigentlich ziemlich weit unterwegs gewesen, ja, und findet das dann eigentlich schon auch beeindruckend. Das war es auch noch bis vor ein paar Jahren, bis man halt mitbekommen hat, was die ollen Amis in ihrem üblichen amerikanischen Wesen, größer, schneller, weiter, da so treiben. Ne? Also jetzt kann man ihnen nicht wirklich einen Vorwurf machen, dass sie das Bedürfnis haben, wandern zu gehen. Und wenn sie sehr lange und sehr weit tun, dann kann ich ihnen das auch nicht wirklich vorwerfen. Aber es fühlt sich irgendwie so ein bisschen blöd an, dass man das selber, ich weiß nicht, will man es selber nicht? Und wenn man es selber nicht will, will man es dann nicht, weil man es nicht kann? Wäre in meinem Fall so, ich würde das einfach nicht durchhalten. Oder ist man ein bisschen neidisch vielleicht? Spielt da so ein gewisses bisschen das übliche Männer miteinander vergleichen Prinzip eine gewisse Rolle? Ist es ein, wie es die Engländer so schön sagen, ein Pissing Contest? Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Gefühle, die da eine Rolle spielen. Ne? Man hat das so lange so normal gemacht und jetzt kommen die plötzlich aus allen Löchern und rennen die doppelte Distanz wie man selbst und schleppen ein Viertel vom Gewicht wie man selbst, je nach Situation. Und das ist irgendwie stellt das so die eigene Weltanschauung ein bisschen in Frage. Ja? Und das fühlt sich einfach kacke an. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich fühlt sich das nach wie vor kacke an, dass da jetzt irgendwelche, teilweise auch noch deutlich jüngeren Leute, als man selber ist, plötzlich, was weiß ich was, für Touren machen und das mit einem gefühlten Nichts an Ausrüstung und das geht auf einmal. Ja? Und damit bin ich erst beim zweiten Punkt angekommen, weil der Anfang ist schwer. Die Ausrüstungstechnik hat nun mal Fortschritte gemacht. Ja, es gibt nun mal jetzt diese Hightech-Materialien, die eine klassische Trekking-Ausrüstung zwar auch peu à peu ein bisschen leichter gemacht haben. Das ist schon so. Früher war ein Zelt, ein Zwei-Personen-Zelt hat 4 Kilo gewogen, jetzt gibt es sie für 2 oder 2 und ein bisschen. Irgendwie sowas um den Dreh. Ne? Also da hat schon eine deutliche Verbesserung gegeben. Aber geht man halt eben in den Ultraleichtmarkt, dann hast du halt ein Zwei-Personen-Zelt, das 500 Gramm wiegt. Und das ist wirklich eine andere Technologieschiene, fast schon. Ja? Man verzichtet ein bisschen auf Robustheit, die eigentlich immer das zentrale Argument beim klassischen Trekking gewesen ist, dass du maximale Robustheit bei noch tragbarem Gewicht hinkriegst, so ungefähr. Das hat man dann damals als leicht empfunden, weil es gab ja gar keine Alternative, aber es war eigentlich eher im Bereich noch tragbar und dafür dann aber trotzdem super, super robust. Und ja, wenn man jetzt direkt ein Ultraleichtzelt und ein Hilleberg-Himalaya-taugliches Zelt für beliebigen Wintersturm geeignet nebeneinander stellt, dann hast du da einen Gewichtsunterschied von locker mal dem Fünffachen oder sowas. Ja, oder noch mehr. Oder dem Zehnfachen kann es auch geben. Ja, locker, locker. 500 Gramm Zelt versus 5 Kilo Zelt. Irgendwie sowas um den Dreh. Aber es ist halt auch. Und das ist immer das Problem. Jetzt fragt man sich, insbesondere wenn man sowas besitzt, ja scheiße, warum habe ich denn dann sowas überhaupt, wenn man doch auch in einem Ultraleichtzelt offensichtlich irgendwie übernachten kann? Ist dann die Nacht im schweren Zelt denn so viel besser? Ich würde schon sagen, sie ist besser. Sie hat weniger Probleme mit Kondenswasser. Schwere Zelte haben meistens dadurch, dass sie ein richtiges Innenzelt aus einem Stoff haben, das zusätzliche Wärme speichert, ein viel, 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 viel gemütlicheres Innenklima. Und größer sind sie nicht unbedingt, das kann man nicht behaupten, aber ja, der Gemütlichkeitsfaktor ist, glaube ich, schon noch in einem klassischen doppelwandigen Zelt sicherlich etwas höher. Es ist halt die Frage, ob das zehnfache Gewicht wert ist. Oder zumindest das Vierfache jetzt im Fall von meinem Zwei-Personen-Zelt verglichen eben mit diesem berühmten Z-Pax, wie heißt das Teil? Diesem ollen Z-Pack Dyneema-Zelt da halt, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Jedenfalls, das wiegt halt eben 500 und ist auch für 2 Personen. Oder 500 und ein paar zerquetschte, meinetwegen 550.
Zu zweit ist da zwar ein bisschen eng drin, geht aber. Und wenn ich aber ehrlich gesagt mein Zwei-Personen-Zelt daneben hinstelle, dass es zu zweit auch ein bisschen eng geht, aber. Also das ist schon ziemlich vergleichbar von den Innenausmaßen her. Und das nervt und das fühlt sich irgendwie blöd an, dass es jetzt diesen ganzen Scheiß da gibt und jetzt soll man sich nochmal eine komplette Trekking-Ausrüstung kaufen. Also gefühlt soll man, muss man selbstverständlich überhaupt nicht, ja. Aber ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir kam mir schon so vor, als würde diese Ultraleicht-Szene ein bisschen Druck auf mich ausüben, dass ich jetzt auch plötzlich diesen ganzen Quatsch da haben soll. Irgendwie hatte ich das Gefühl, aber vielleicht ist das auch wirklich nur mein Problem. Das weiß ich nicht. Und das habe ich denen übel genommen, weil ich will ja nicht schon wieder eine komplette Ausrüstung zusammenkaufen. Ich habe doch schon drei gefühlt in etwa. Ne? In meinem Fall ist es ja durchaus sinnvoll, manche Dinge mehrfach zu haben, weil ich ja teilweise dann auch mal, wenn ich Führungen mache, mal gerne was verleihen kann. Oder mal mit sonstigen Leuten, die mir halt lieb und teuer sind, mal im Wald unterwegs sein möchte und die haben keine eigene Ausrüstung, dann kann man denen irgendwie was mitgeben. Das macht schon Sinn und ich habe genug Platz. Und dementsprechend kann ich da schon das ein oder andere hamstern, was Ausrüstung angeht. Aber jetzt nochmal eben Ultraleichtkrempel kaufen, das ist im ersten Moment, nee, ich habe doch jetzt endlich eine vollständige Ausrüstung, die ganz, ganz toll ist. Ja, auch wenn man versucht, möglichst etwas konsumbewusster zu leben, fällt einem bei der Ausrüstung halt doch oft noch irgendwas ein, was man dann gerne hätte. Und in meinem Fall hat es wenigstens noch den positiven Nebeneffekt, womit ich mich noch so ein kleines bisschen beruhigen kann, dass ich dazu jeweils auch noch Videos machen kann. Das ist nochmal ein zusätzliches Goodie, ehrlich gesagt. Ja, und das spielt vielleicht bei der einen oder anderen Kaufentscheidung auch eine etwa 20%ige Rolle, wenn ich ganz ehrlich bin. Ob ich jetzt wirklich sage, nee, du kommst zurecht mit dem, was du hast, oder du könntest hier und da noch ein bisschen optimieren. Es ist eklig. So. Jedenfalls, diesen technischen Fortschritt hat es gegeben und es ist jetzt nun mal möglich, das ist so, also ich kann es inzwischen auch aus eigener Erfahrung bestätigen und kann nicht nur sagen, es sieht so aus, sondern es ist so, man kann auch mit einem 4 Kilo Basisgewicht Rucksack oder auch nur mit 3 Kilo, je nachdem, wo man unterwegs ist und insbesondere jetzt im Sommer und in einer recht zivilisationsnahen Gegend, wie beispielsweise jegliches Wandern in Deutschland, kann man schon wirklich das Ganze mit 3,5, von mir aus auch nur mit 3 Kilo an Ausrüstung, Baseweight, Essen und so weiter und so fort nicht mitgerechnet, kann man machen. Ja? Und das kann man übrigens auch machen, ohne dabei furchtbar zu leiden, sobald man anhält und ein Lager aufbaut. Weil wenn du sowieso schon unterm Tarp schläfst, macht es keinen großen Unterschied, ob das jetzt ein Tarp ist, das ein Kilo wiegt oder nur 300 Gramm mit allem drum und dran. Wenn du sowieso schon auf einer dicken Isomatte schläfst, dann ist es nicht so wichtig, ob das eine 7 cm dicke Isomatte ist oder eine 6 cm dicke Isomatte, die dafür allerdings 300 Gramm weniger wiegt. Irgendwie sowas um den Dreh. Und gerade im Isomattenbereich ist zwischen Standard-Isomatte in Anführungszeichen bei normalem Gewicht, was so ein Ding früher halt eben hatte, und einer schon sehr, sehr, sehr leichten Isomatte, da liegt kaum noch ein Preisunterschied und kaum ein Komfort. Also ich kann gar nicht sagen, dass da überhaupt irgendein Komfortunterschied dazwischen liegen würde. Höchstens, wenn man eine besonders breite Isomatte haben möchte, weil man da gerne seitlich runterrollt und so weiter und so fort, das wäre dann nicht unbedingt dem Ultraleicht-Gedanken entsprechend. Da ist dann halt eher eine sehr körperbetonte Isomatte, die dann entsprechend ein bisschen weniger wiegt. Eher so der Fall, aber da kannst du vielleicht nochmal so 300 Gramm meinetwegen im Isomattenbereich einsparen zwischen eben Ultraleicht und Normaltracking. Und lass es auch nur 200 Gramm oder auch nur 150 Gramm sein, irgendwie so in dieser Größenordnung bewegen wir uns. Beim Zelt, da sind halt locker mal 1,5 Kilo gespart. Wenn man dann ein Zelt nimmt, beim Tarp sind es so etwa 700 Gramm, wenn man dann einen Tarp nimmt. Beim Schlafsack, naja, zwischen einem super, super leichten Sommer-Daunen-Schlafsack oder sogar einem Kilt oder wie auch immer diese Dinge heißen, das wird der ein oder andere schon mal gehört haben, wenn nicht, gibt es dazu bald ein Video. jedenfalls, da liegen auch noch mal locker 600, 700 Gramm, wenn wir uns jetzt im Bereich Sommerschlafsäcke bewegen, wenn jemand davor nur einen Universalschlafsack hatte, den er mehr oder weniger das ganze Jahr über verwendet, also auch im Sommer dann halt das lockere Decke zum Zudecken, dann können zwischen einem Daunenkilt und einem Kunstfaser 4 Jahreszeiten, also bis auf extremen Winter, Schlafsack locker 1,5 Kilo liegen. Ja.
Also da kommt dann ganz schnell wirklich ein Haufen Gewicht zusammen. Und wenn man dann noch guckt, dass man halt nicht unbedingt zwingend 4 Töpfe dabei hat, wenn man ohnehin nichts Aufwendiges kocht oder man beschließt halt einfach nichts Aufwendiges zu kochen, damit man nicht 4 Töpfe mitnehmen muss, dann kann man da nochmal ganz viel Gewicht sparen. Und für mich war klassisches Trekking schon immer auch so gedacht, dass man sich auf in der Zahl der Ausrüstungsgegenstände wirklich nur auf das Notwendigste beschränkt. Das heißt, wenn ich jetzt ultraleicht unterwegs bin, dann habe ich in der Zahl, mal abgesehen von so Dingen wie Reparaturkit und Erste-Hilfe-Material und so einem Kram, habe ich in der Zahl der Ausrüstung nur wenig weniger dabei. Ich habe also damals schon keinen Klapphocker mitgeschleppt zum Beispiel und keinen, was weiß ich was, kein Kopfkissen und keine Gabel. Gabel ist ja auch nochmal so ein klassisches Beispiel von Ausrüstung, die man dabei haben kann, die auch ganz nützlich sein kann, die man aber nicht wirklich braucht. Ne? So, ja, also in diese Richtung geht das halt mal. Gut, jetzt, wenn man über Ultraleicht-Tracking schimpft und sagt, das Zeug hält nicht die entsprechende Ausrüstung, die ist total fragil und so weiter und so fort, da darf man einen großen Fehler nicht machen. Man darf Ultraleicht-Tracking mit traditionellem Tracking vergleichen, selbstverständlich. Das muss man sogar, weil sonst braucht man es mit überhaupt nichts vergleichen. Sonst ist es Wandern auf einem anderen Stern. Das ist ja Quatsch, das ist es nicht. Ja, Laufen ist Laufen, ob du dabei jetzt einen schweren Rucksack auf dem Rücken hast oder nicht. Ist zwar in der Praxis schon ein Unterschied, aber vielleicht für Außenstehende nicht ganz sich unbedingt ersichtlich, wo jetzt diese essentiellen Unterschiede liegen. Und ob du draußen pennst jetzt unter einer dünnen Plane oder einer dicken Plane, da sind die Unterschiede vielleicht auch nicht immer ganz einfach zu erkennen. Ja, aber man kann Ultraleicht-Tracking auf jeden Fall mit traditionellem Tracking vergleichen. Das muss man auch, wenn man sich eben da irgendwie entscheiden möchte, was einem eher liegt. Und die Übergänge sind fließend. Das ist ganz wichtig, die Übergänge sind fließend. Ja. Was man nicht tun sollte und was gerne mal gemacht wird, ist halt Camping oder Bushcraft, Lagerleben-basiertes Bushcraft, mit Ultraleicht-Trekking zu vergleichen. Weil Trekking grundsätzlich im Regelfall, es kann auch sein, dass jemand so einen Ausgleich zwischen ein bisschen Wandern und viel Lagerleben irgendwie macht und so halb Trekking, halb Lager, das mag sein, aber im Wesentlichen für die meisten Leute ist der Sinn des Trekkings das Unterwegssein und das Rumlaufen. Das Lagerleben bzw. das dann Übernachten ist mehr einfach zweckmäßig notwendig, damit man zwischendrin mal halt Kraft regenerieren kann und am nächsten Tag, wenn es wieder hell wird, besser weiterlaufen kann, als wenn man die ganze Nacht durchrennt. Ne? Und das ist also einfach eher eine Notwendigkeit als jetzt der Zweck der ganzen Veranstaltung. Wenn man also jetzt sagt, man will aber eher Camping machen, dann kannst du mitschleppen, was du willst. Das ist ja dann scheißegal, was das wiegt. Also solange man es noch halbwegs vom Auto, vom Parkplatz bis zu dahin, wo man halt Camping machen möchte, tragen kann. Aber da kannst du notfalls dreimal laufen mit jeweils 30 Kilo auf dem Rücken. Wenn das nur ein Kilometer ist, dann geht das. Wozu auch immer man so viel Krempel da mitschleppen muss, aber theoretisch ist das möglich. Das gleiche gilt eben für lagerbasiertes Bushcraft. Da kannst du auch einen 25-Kilo-Rucksack problemlos einen Kilometer in den Wald schleifen und dann da dein Deluxe-Bushcraft-Lager aufbauen und Spaß haben. Und das ist selbstverständlich völlig in Ordnung. Aber das ist einfach eine ganz andere Intention, als wenn man primär deswegen rausgeht, weil man draußen rumlaufen möchte und die Ausrüstung schleppt man deswegen mit, weil man halt notgezwungenermaßen dann auch noch irgendwie eine Nacht draußen verbringen möchte. Das kann einem ja auch Spaß machen, aber es geht nicht ums draußen schlafen, sondern es geht ums draußen rumlaufen. Und bei eben diesen lagerbasierten Aufenthalten draußen würde ich sagen, dass es eben genau darum geht, in einem Lager draußen rumzuhocken und da im Lager vielleicht auch lustige Dinge zu tun, aufwendiges Zeug zu kochen, noch einen Löffel zu schnitzen, über den Sinn des Lebens nachzudenken und so ein Kram. Ja, kann man übrigens auch, während man läuft. Also nicht den Löffel schnitzen, aber den Sinn des Lebens. Also das ist wichtig, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern schon kleiner Apfel mit großem Apfel, irgendwie sowas in der Richtung. So,
Und dann bedeutet Ultraleicht-Trekking ja auch nicht zwingend das, was die Amis mit ihren Langstreckenwanderwegen da machen. Man kann Ultraleicht-Trekking auch für ein Wochenende betreiben. Ja? Oder für meinetwegen eine Woche oder für zwei Wochen. Und länger möchte ich im Regelfall ja auch gar nicht unterwegs sein. Es dürfen auch mal 20 Tage werden oder von mir aus auch mal 21, aber dann ist auch mal wieder gut. Und dann ist man genug rumgelaufen für meinen Geschmack. Das heißt, die Ausrüstung muss nicht zwingend darauf optimiert sein, dass man jetzt ein halbes Jahr jeden Tag draußen rumrennt und das gefühlt mindestens 20, 30, 40 Kilometer. Irgendwie sowas um den Dreh. Also das muss ja nicht zwingend. Ja? Also das sind auch wieder zwei Paar Schuhe. Ultraleicht-Trekking ist nicht zwingend gleich das, was die Amis da als Fu-Hiking bezeichnen. Dann habe ich mir notiert, das ist halt aber auch, das muss man sich wirklich klar machen, eine Ultraleicht-Trekking-Ausrüstung kommt für einen halt auch, um nochmal zurückzugehen auf das Thema Camping, nur dann in Frage und macht auch nur dann Sinn, wenn man den Fokus bei seiner Outdoor-Aktivität wirklich auf das Unterwegssein legen möchte. Punkt. Ja? Wenn einem Lagerleben und Rumlatschen ungefähr gleich wichtig sind, dann wird man vermutlich mit der Ultraleicht-Trekking-Ausrüstung, vermutlich, ja, es gibt Leute, bei denen das kein Problem darstellt, aber ich denke mal für die allermeisten, eher nicht so ganz glücklich. Ja? Zumindest nicht mit der richtigen Ultra-Ultra-Light-Ausrüstung nach klassischer Definition von den Amis, das heißt nämlich irgendein Baseweight unter 4,5 Kilo. Da ist dann nicht mehr allzu viel zusätzlicher Komfort fürs Lagerleben drin. Ein bisschen war schon noch. Ja? Und das kann einem, wie gesagt, auch reichen. Aber wenn man ganz lange im Lager hocken möchte und den ganzen Tag darum hocken möchte und einen Tag läuft und einen Tag dann wieder im Lager verbringt und dann wieder einen Tag läuft und einen Tag im Lager verbringt oder sowas, dann ist das wahrscheinlich nicht das Richtige. Ja? Sämtliche Gewichte, die ich hier aufzähle, damit ist immer das sogenannte Baseweight gemeint. Aber bitte noch ein bisschen aushalten, wenn ihm das gar nichts sagt, da komme ich nachher noch dazu. Des Weiteren müssen wir auch, um Spannungen aus dem Thema rauszunehmen, ganz, ganz klar vorsichtig sein bei diesen ollen Grenzen, die es da gibt. Also ultraleicht ist nur der unter 10 Pfund Zeug rumschleppt und 10 Pfund sind halt 4,5 Kilo ungefähr. Ja, wer, keine Ahnung, 4,7 Kilo mit sich rumschleppt, der ist nicht mehr ultraleicht. Das ist völlig für den Eimer und ja, auch mit 6 Kilo oder auch mit 7 Kilo hat man noch einen sehr, sehr leichten Rucksack und ich glaube, je nach Physiologie desjenigen, der diesen Rucksack trägt, wird es keinen signifikant fetten Unterschied machen, ob es 4 oder 7 Kilo sind oder 3 oder 7 Kilo. Das wird höchstens dann interessant, also wirklich diese einzelne Grammzählerei und zwischen 3 und 4 Kilo, dass man da noch unterscheidet und unbedingt auf 3 Kilo kommen möchte und nicht mit 4 unterwegs sein. Sowas ist wirklich, glaube ich, nur interessant für die Leute, die tatsächlich das Maximale laufen wollen, die das als sportliche Herausforderung sehen und den Weg rennen, weil sie die sportliche Herausforderung suchen, nicht weil sie die Natur erleben wollen, vielleicht so als Nebeneffekt, den man halt gratis noch dazu bekommt, sondern die wollen auf Teufel komm raus Kilometer machen, so viel wie geht und so schnell wie möglich das Ding latschen und sehen das quasi als Marathon. Da ist dann natürlich jedes Gramm zusätzliches Gewicht eben entsprechend zu viel. So. Gleichzeitig kann man natürlich auch versuchen, sein Baseweight so niedrig wie möglich zu bekommen, weil man einfach Spaß dran hat, da noch mal ein bisschen dran rumzudoktern und rumzuoptimieren und sich noch einen ausgekratzten Joghurtbecher als Kaffeetasse mitnehmen, anstatt irgendeinen Titanbecher, weil der noch mal leichter ist und man hat da Spaß dran, dann ist das doch in Ordnung. Das tut doch niemandem weh und es kann ja den anderen Leuten sowieso vollkommen Wurst sein, wie der da drüben da rumrennt, im Grunde. Ja? Aber so läuft das halt oft nicht und oft gibt es da deswegen eben da gerne mal irgendwelche Gehässigkeiten. Außerdem nochmal diese 4,5 Kilo Grenze, übrigens unter 9 Kilo ist es dann leicht wandern nach Ami-Definition. Wir haben es halt immer aufgerundet, 5 Kilo und 10 Kilo. Ne? Es ist ein bisschen blöd, mit diesem Baseweight zu arbeiten. Ich habe mit diesem Baseweight nach wie vor so ein bisschen meine Schwierigkeiten.
Jetzt kann man natürlich sinnvolle Argumente suchen, weshalb man eben nur mit diesem Base-Weight arbeitet und sagt, ich habe einen Base-Weight von so und so viel. Beispiel, naja, der Proviant, das Proviantgewicht ändert sich sowieso dauernd. Ist man gerade 3 Tage vom nächsten Auffüllort entfernt, hat man gerade einen Abschnitt in seinem Crew-Hike, der 5 Tage Proviant mitschleppen erfordert, oder ist man gerade in einem Abschnitt, wo man nur für 3 Tage Proviant mitschleppen muss, oder braucht man gerade gar keinen Proviant mitschleppen, wenn man durch eine recht zivilisationsnahe Ecke läuft, wo man quasi jederzeit auffüllen kann und. Und dadurch kommen natürlich ständig variierende Rucksackgewichte zustande, weil die Proviantmenge dauernd variiert. Das ist auch beim so, wenn man für 3 Wochen Proviant mitschleppt, dann ist man am Anfang der Tour mit 3 Wochen Proviant auf dem Rücken unterwegs und wird sau schwer schleppen, und in der Mitte der Tour hat man noch für 1,5 Wochen Proviant, dann geht es irgendwann, und dann hat man 3 Tage vor Schluss halt auch nur noch für 3 Tage Proviant dabei. Da kann man sich eben dann wunderbar schwer tun, eben zu sagen, wie man denn solche Touren vergleicht und wie man solche Ausrüstungen vergleicht. Und ich glaube, um den Vergleich geht's. Und das ist so ein Männerding. Und ich habe noch keine Frau getroffen, vielleicht gibt es welche, das bezweifle ich gar nicht, dass die eine oder andere geben wird, aber ich habe noch keine Frau gesehen, die sich da so reinsteigert, wie wir Männer es tun, und die da unbedingt eben versuchen muss, jetzt anzugeben, ha, ich habe es geschafft, auf 3,2 Kilo Baseweight zu kommen, seht mich an, ich bin toll, ich habe nur noch 3,2 Kilo Baseweight. Und manche Leute in der Ultraleitszene behaupten, das sei gar nicht so, dass jemand so einen auf, oh, ich habe nur noch 3,2 Kilo macht. Ich denke, das ist im allermeisten. Bei den allermeisten ist es so, wenn man ehrlich ist. Ja? Selbst diejenigen, die sich hinhocken und so tun, als wäre ihnen das im Grunde vollkommen egal, aber sie haben jetzt nur noch 3,2 Kilo Baseweight, aber jeder darf gerne so wandern, wie er möchte. Ich habe aber nur noch 3,2 Kilo. Kann man nicht oft genug sagen, dass man nur noch 3,2 Kilo hat. Wo ich persönlich bin, kann ich übrigens gerade gar nicht sagen. Ich vermute auch sowas um den Dreh, ehrlich gesagt. Also wenn ich es dann ganz extrem ausleben möchte, ja, und auf Regenklamotten zum Beispiel noch verzichte und einfach nur eine Folie mitnehme oder halt so einen einfachen Einwegregenponcho oder sowas, was ich in der Praxis nicht tun würde. Aber dann komme ich dann rechnerisch auch irgendwie so in diese Größenordnung. Ich glaube schon, dass da ganz viel Männliches, wir müssen uns miteinander vergleichen, Imponiergehabe, und ich bin nur dann toll, wenn ich leichter bin als die anderen und so weiter. Da wird ganz, ganz viel davon im Spiel sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, auch bei eben der Mehrheit der Leute, die sagt, das ist ihnen egal. Mir persönlich ist es nicht egal. Ich will da auch. Für mich ist das auch ein Ansporn. Ja, spielt für mich auch eine Rolle. So, jedenfalls. Baseweight, Sinn oder Unsinn? Ist das jetzt toll, dass man das so macht oder nicht? Es ist ein gangbarer Weg. Ein besserer fällt mir auch nicht ein. Alternativ wäre noch, dass man halt sagt, okay, Loslaufgewicht. Das ist halt aber scheiße, weil dann kannst du dich nicht wirklich vergleichen. Was auch nicht schlimm wäre, dass man also sagt, im Wanderführer steht ab sofort jedes Mal drin, sie sollten loslaufen mit einem Rucksack von 10 Kilo, meinetwegen. Da drin soll dann enthalten sein, keine Ahnung, 5 Tage Proviant oder irgendwie sonst wie. Und das ist dann schon auch irgendwie doof. Und deswegen, mit einem Baseweight von meinetwegen 5 Kilo ist man in jedem Fall sehr leicht unterwegs. Wurscht, ob man jetzt für 6 Tage Proviant oder für 2 Tage Proviant dabei hat oder halt meinetwegen auch für 10. Und so gesehen, gar nicht so doof. Weil wenn du sagst, empfohlenes Rucksackgewicht 10 Kilo, ja wann denn? Nach 3 Tagen, am Start, am Ende, ist nicht so einfach. Deswegen, ich habe irgendwie Bauchweh bei dieser Baseweight-Geschichte, und ich finde es auch wichtig, dass die Leute, die dann eben mit ihrem Baseweight um die Ecke kommen, dann einem auch noch sagen, was denn ihr Rucksack tatsächlich so durchschnittlich wiegt während der Tour. Das wäre für mich so die ideale Lösung, wenn man arbeitet mit einem Durchschnittsgewicht. Wenn man mit durchschnittlich 5 Tagen rechnet, bis man eben wieder sein Proviant auffüllen kann, dann hätte man halt durchschnittlich bei, sagen wir mal, 500 Gramm Essen am Tag, das ist relativ üppig. Der Ultraleichte wird da eher weniger dabei haben, aber dann hätte man halt 2,5 Kilo plus ein Baseweight von 4 Kilo, und dann rennst du halt mit 6,5 Kilo durch die Gegend, dann kommen noch meinetwegen 2 Liter Wasser dazu und dann bist du bei 8,5 Kilo, puff. Ja, das wäre also auch ein durchschnittliches Rucksackgewicht, mit dem man arbeiten könnte, und für mich ist das eigentlich plausibler und klarer. Ja, hallo!
als eben entsprechend das Base Weight. Boofing. Ja, Boofing. Da vorne sitzt er im Übrigen auch. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob er einer ist, aber wenn er auch noch singt wie einer und aussieht wie einer, habe jetzt aber kein Teleobjektiv. Das heißt, brauchen wir gar nicht erst versuchen. So. Schnitt. Mal ein paar Takte zur Philosophie beim Ultraleichtwandern. Da kann man sich auch wunderbar kloppen. Ja, ganz wunderbar kann man sich da kloppen. Mir persönlich gefällt der Ansatz, dass man sich gut fühlt, mal abgesehen davon, dass man weniger Schmerzen hat, wenn man weniger Zeug durch die Gegend schleppt, dazu komme ich noch, weil man sich eben wirklich auf das Allerwesentlichste beschränkt und einfach so wenig Zeug wie nur irgendwie möglich mit sich rumschleppt und muss sich demzufolge dann auch nur mit so wenig Zeug wie irgendwie möglich belasten. Das ist schon ein schöner Ansatz. Es ist wirklich faszinierend, wenn man dann irgendwann mal merkt, nachdem man immer einen fetten Rucksack dabei hatte, wenn man eben draußen übernachten möchte, und das irgendwann mal gewöhnt war. Ich erinnere mich noch an die Anfangszeit, da war man begeistert, dass man nur mit einem Rucksack, auch wenn es ein fetter Rucksack ist, aber das konnte man damals ja gar nicht so sehr unterscheiden, draußen klarkommt. Ja? Und mit diesem Rucksack, den man auf dem Rücken hat, kannst du jetzt 2 Wochen durch die Wildnis latschen und kommst mit jeder Situation klar, die dir da möglicherweise begegnen wird, und bist 2 Wochen lang quasi autark von dem Rest der Zivilisation, ja, und dem Rest der Menschheit, meinetwegen. Und das fand ich immer toll. Und ich glaube, das kann man irgendwie nochmal intensivieren, wenn man halt einen noch leichteren Rucksack dabei hat. Und gerade wenn man wie ich es gewöhnt ist, einen fetten Rucksack dabei zu haben, ist das faszinierend und gibt einem ein richtig krass tolles Gefühl, wenn man neuerdings jetzt wirklich nur noch mit so einem kleinen Rucksäckchen gefühlt rumrennt, anstatt eben so einem Teil, das eine Schrankwand darstellt und den kompletten Rücken ausfüllt und einen noch über den Kopf ragt und solche Sachen. Und ich glaube, das ist so aus meiner Sicht der Punkt, wo die Philosophie vom Ultraleicht-Trekking einfach noch mal einen Ticken weitergeht. Andere Leute sagen, Ultraleicht-Trekking, da geht es darum, dass man sich auf das konzentriert, was man wirklich, wirklich, wirklich unbedingt braucht. Aber das finde ich nicht scharf genug, die Definition. Ja? Weil es gibt ja auch Leute, die nehmen noch ein Kissen mit. Die sagen dann zwar, ich brauche unbedingt ein Kissen, aber irgendwann stellen sie fest, nee, ich brauche doch nicht unbedingt ein Kissen. Und ich halte es nicht für sinnvoll, diese Definition zu wählen, weil das einem sämtliche Luxusartikel, die im Grunde auch nichts wiegen und die einem das Leben so viel angenehmer und schöner machen, irgendwie nicht wirklich mit aufnimmt. Das heißt, wenn du wirklich was zu lesen brauchst, dann möchtest du vielleicht noch ein E-Book-Reader mitnehmen. Du kannst auch auf dem Handy lesen, ja. Aber vielleicht möchtest du ja trotzdem einen E-Book-Reader mitnehmen, und wenn dich der glücklicher macht unterwegs und der wiegt 213 Gramm oder irgendwie sowas, 187 glaube ich, dann ist das meiner Meinung nach gerechtfertigt. Aber brauche ich den unbedingt? Nein, ich brauche den nicht unbedingt. Und damit ist diese Definition meiner Meinung nach hin. Weil, nein, brauche ich nicht unbedingt. Und also, das macht's zu scharf, das macht's zu extrem. Das ist auch die Sache mit dem Griff von der Zahnbürste absägen. Also, für 1,5 Gramm abgesägten Zahnbürstengriff, je nach Art der Zahnbürste, ja, da lasse ich den Griff echt lieber lang und habe weniger Fummelei beim Zähneputzen. Weil versucht man mit so einer Mini-Zahnbürste, das ist gar nicht so einfach. Das ist so ein Schwachsinn. Also da, ganz ehrlich, mag sein, dass man das irgendwie als Statement unbedingt so machen muss. Aber für mich geht das dann in die Richtung Blödsinn. Da hast du 10-mal mehr davon, wenn du dann wirklich dir einfach so viel Geld zusammensparst, dass du einen leichteren, effizienteren Schlafsack irgendwie kaufst. Und damit sparst du nochmal erheblich mehr Gramm als mit dem Absägen vom Zahnbürstenstiel. Und nee, also irgendwo hört es bei mir dann auf. Ja, es gibt Sachen, die kann man leichter machen, ohne an Komfort zu verlieren. Beispiel, der optimal passende Schlafsack für das, was man jetzt halt gerade vorhat. Braucht man, kann man zumindest, ja auch für kürzere Touren wirklich ziemlich genau das richtige Schlafsackgewicht auswählen, beziehungsweise die richtige Schlafsackisolation.
Dann gibt es ja noch das beliebte Vorurteil, dass die Ultraleiten sich so ein bisschen als Elitärwanderer sehen und sich so ein bisschen als besser fühlen als die, die mit einem schweren Rucksack rumrennen. Und es gibt viele Leute, die sagen, das gibt's nicht. Da habe ich schon so viele Leute getroffen, die das gar nicht so sehen. Und das sieht eigentlich keiner so. Und das halte ich auch für schlicht und ergreifend nicht ehrlich. Ich glaube schon, dass es einen Haufen Leute gibt. Und mir geht es manchmal auch so in manchen Situationen, wenn dann wirklich jemand mit so einem super schweren Rucksack rumstapft und wirklich nicht vom Fleck kommt und 12 Kilometer am Tag macht und man sich wirklich fragt, was soll der Blödsinn, dann denke ich mir schon, oh Gott, was für ein Depp. Ja? Und dann fühle ich mich besser. Und dann fühle ich mich schon als die Elite, weil ich gelernt habe, dass irgendwo wirklich 30 Kilo zu schleppen heutzutage völlig unnötig ist. Ja? Also ich weiß, also aus meiner Sicht, ja, wenn man unbedingt einen Klappstuhl dabei haben möchte und unbedingt in Edelstahltopf kochen und so weiter und damit wirklich auf Trekkingtour gehen will, dann kann man das selbstverständlich machen. Dann muss man aber, es ist nun mal so, die Welt funktioniert so, die Welt ist nicht besonders fair, damit leben, dass alle anderen sich gegebenenfalls über einen lustig machen, oder zumindest 80% der anderen Männer. Ne? Bei Frauen mag das nochmal anders aussehen, aber unter uns Männern, ganz ehrlich, kann ich mir schon vorstellen, dass die überwiegende Mehrheit sich schon überlegen fühlt. Ja? Sie läuft weiter, sie läuft angenehmer weiter, sie läuft 20, 30 Kilometer, irgend sowas um den Dreh, würde ich jetzt mal sagen. Manche Leute laufen auch 40 oder 50 oder 60, soll es auch geben. Ja? Aber 20, 30 Kilometer ist für so leichtes Gepäck wirklich eine Distanz, die machbar ist. Auch für jemanden, der gar nicht sonderlich Supersportler ist. Und dass der dann mit einer gewissen Häme auf den, der sich völlig abgekämpft hat, um 15 Kilometer weit zu kommen und dann fix und fertig noch gerade sein Zelt aufbauen kann und dann mit verkrampften Schultern und verkrampften Beinen und müden Füßen sich noch so mühsam irgendwie ein Süppchen in seinem tollen Edelstahltopf mit Topfkelle und irgendwer nach einer Kette dazu, mit der man es übers Feuer hängen kann und was weiß ich. Das ist alles für stationär ganz, ganz super. Und ich habe das auch alles und ich finde das auch alles super. Aber ich würde damit nicht nennenswert rumrennen wollen. Ja, das ist halt der wesentliche Unterschied. Und dann fragt man sich halt schon, was soll das? Das ist doch doof. Ja? Ist das in Wirklichkeit natürlich nicht. Und wenn man eine Weile drüber nachdenkt, dann mag einem die Einstellung, ja, im Grunde ist es ja vollkommen egal, was der macht, Hauptsache der hat Spaß und alles ist gut, mag einem logisch erscheinen. Und in klaren Momenten mag man auch so denken. Aber in dem Moment, wo man es sieht, glaube ich schon, dass man mal kurz eben denkt, man ist die Elite. Und man ist besser als der Noob da. Also ganz ehrlich, ich glaube wirklich fast niemanden, außer also ich kenne ihn persönlich und weiß, der ist tatsächlich so altruistisch drauf, dass man da wirklich nicht mal eben kurz denkt. Ja. Also, ich glaube schon, dass die Ultraleitszene ziemlich elitäre Knilche sind, die auf die anderen ein bisschen hinabgucken. Ja, bestimmt 70%. Bestimmt.